Zaubertränke sollten wir noch besorgen. Oder? Verzeihung, Sir. Oh, so ein Glück. Als ich die Glocke hörte, dachte ich, Sie wären Miss Lawang. Nicht, dass sie sich hier blicken lässt. Obwohl, sie habe ich hier auch noch nie gesehen, glaube ich. Tatsächlich bin ich zum ersten Mal in Hogsmeade. Tatsächlich? Nun, Perry Pippin, zu Ihren Diensten. Sie sind bei J. Pippins Zaubertränke. Tränke für jede Gelegenheit. Das steht schon auf dem Schild, aber Großvater wollte immer, dass ich es sage. Wie kann ich Ihnen helfen? Professor Weasley schickt mich. Ich brauche ein paar Rezepte. Ich bin neu in Hogwarts. Ihretwegen hat sie die Eule geschickt. Ich habe alles sofort bereitgestellt. Wenn Sie so sind wie ich in Ihrem Alter, dann wollen Sie Ihre Trankzutaten so schnell wie möglich. Ist das Tränkebrauen nicht eine faszinierende Kunst und so wirkungsvoll wie jeder Spruch, meine ich? Sind Zaubertränke wirklich so vielseitig? Sie sind zwar nicht so eindrucksvoll wie Zauber, aber sie sind genauso mächtig. Sie können heilen, vernichten, schützen. Das werden Sie bald zu Genüge erfahren. Da Sie zum ersten Mal hier sind, sollten Sie wissen, dass ich nicht nur Trankrezepte verkaufe. Ich biete auch fertige Gebräue für verschiedenste Gelegenheiten und kreiere auch neue von Zeit zu Zeit. Kommen Sie immer mal vorbei, um nichts zu verpassen. Aber jetzt holen wir Ihnen erstmal die Rezepte, ja? Wie kann ich heute behilflich sein? Aha. Schwingt der Gaul und so weiter. Sehen Sie sich ruhig den Rest meines Inventars an. Oder kommen Sie wieder, wenn Sie es heute eilig haben. Ein Rezept für den Zaubertrank, den ich mir eh nicht leisten. Ich kann mir nichts leisten. Auch die Toten. Mhm. Verteidigung erhöht. Mega Power Trank. Und davon haben wir noch ein paar. Können wir diesen dreckigen Schal verkaufen? Und diese Mütze, die ich nie tragen werde. Okay, wenn jetzt Zauber trinken, waren wir Schriftrollen. Ein Busch, der sich selbst beschneidet. Nochmal zu Ollivanders rein. Was ist mit Zauberstabverzierungen? Katze. Ein neugieriger Geist. Verzeihung, Sir. Ich soll hier Zauberanweisungen für Professor Weasley abholen. Mathildas Schülerin also.
dachte ich mir, dass Sie vorbeikommen. Ich bin der Eigentümer, Thomas Brown. Dann hatten Sie Ihre erste Beschwörungsstunde? Nein, leider noch nicht, Sir. Ach, das kommt schon noch. Etwas aus dem Nichts zu erschaffen, ist Magie in Reinkultur. Natürlich ist das Ganze sehr komplex, aber da helfen meine Zauberanweisungen. Bleiben Sie dran, dann werden Sie Professor Weasley bald beeindrucken. Zumindest werde ich mir alle Mühe geben, Mr. Brown. Ich freue mich schon darauf. Oh, und ich mich erst. Mit den Zauberanweisungen kann man einzigartige Dinge beschwören, wie eigene Möbel und Dekorationen. Aber Aha. Ich überlasse Professor Weasley das Lehren. Tragen wir das Zubehör für Sie zusammen. Ich habe im Trailer gesehen, es gibt die Möglichkeit, sich früher, später. Ich denke schon. Ja, später. Gut, es gibt nichts Besseres, als seine Zutaten selbst anzubauen und zu brauen, was man will. Wann man will. Schauen wir uns mal an, was wir haben. Falls es Sie interessiert, sehen Sie sich ruhig den Rest meines Inventars an. Spielzeugkiste. Pflanztisch mit drei kleinen Töpfen. Ich wäre eher interessiert an der Zauberstab. Halterung. Die magische Kugel. Quidditch-Handschuhe. Auf die Karte geguckt. Weltkarte. Bekumpf, Platzartikel, drei Besen, aha, hier ist ein Hutmacher und ein Kleider, eine magische Rübe. Samen und Dünger. Was gibt's hier zu sehen? Hallo? Oh, nur hereinspaziert. Willkommen in Madame Snellings Lockenporium. Ich muss mich sicher nicht erst vorstellen.
Früher nannten sie mich Snelly. Oh, Snelly, warum machst du nicht die Ausbildung zum Auror? Aber denen habe ich's gezeigt. Die verstauben im Ministerium und ich bin hier erfolgreich. Sehr erfolgreich. Aber sehen Sie sich an. Sehen Sie sich an. Ich verstehe, warum Sie zu mir gekommen sind. Auf der Suche nach Veränderung? Wieso nicht? Was für eine Veränderung? Manche wollen diesen ausgezehrter Muggel auf der Schwelle des Todes, Tim. Aber Gifte werden Sie hier keine finden. Wer braucht Chlorkalk oder Ammoniak, wenn es Magie gibt? Überlegen Sie eine Weile, wie Sie aussehen wollen. Ändern Sie auch Ihre Frisur, wenn Sie möchten. Okay, komm in die Karte, die tun nochmal. Okay, komm in die Karte, die tun anpassen. Ich sollte jetzt gehen. Vielen Dank. Halte ich nicht für nötig. Falls wir irgendwann Bock haben, die Frisur zu ändern, werden wir sie wahrscheinlich hier ändern können. Oh je, wo rennen wir denn jetzt hier hin? Der alte Narr. Was für Wesenbedarf ist das? Kleidungsgeschäft, da will ich hin. Bin aber leicht vom Weg abgekommen. Das Postamt. Nur dass nicht der Ausstatter ist. Essen ein Stück Tee. Rebellion.
Und Handbuchseite. Dann kann man nichts kaufen. Spricht nicht mal mit uns. Ich brauche Klamotten. Tja. Diesen Weg solltest du doch meiden. Okay. Ich weiß, dass wir da nicht lang gehen sollen. Du hättest uns viel Ärger einhandeln können. Es tut mir leid. Jetzt werde ich aber mal. Der jetzt zuckt noch ein Bots. Okay, die Fahrt sind dann gut gekommen, war. Sorry, Bob. Ich bin auch schon müde. Ich würde Zeit, dass ich mal bald Schluss mache. Oh, guten Tag! Verzeihung, Sir. Professor Weasley hat gesagt, ich könnte hier Samen abholen. Ah, Diptam für den Neuzugang aus der 5. Das sind dann wohl Sie. Bei Merlins Bart. In der 5. Klasse in Hogwarts anzufangen, muss Ihre Welt auf den Kopf gestellt haben. Nein, gar nicht. Ich sehe das Ganze einfach als ein großes Abenteuer. Bravo! Nicht jeder hat das Temperament, um die Dinge so gelassen zu nehmen. Ich bin übrigens Timothy Teasdale. Das ist mein Laden, die magische Rübe. Ich habe den Wagen hier draußen, weil ich mich gerne unterhalte. Wenn ich nur drinnen sitze, bekomme ich ja gar nichts mit, nicht wahr? Das stimmt wohl. Neben Samen habe ich auch jede Menge Pflanzen. Ich züchte alles selbst. Meine Spezialität sind Zaubertrankzutaten. Selbst Pippin kauft bei mir. Aber genug von mir. Statten wir sie mit Diptam-Samen aus. Sagen Sie nichts. Sie suchen was Neues. Sehen Sie sich um. Es gibt hier viele Zutaten, die sicher Ihr Interesse wecken. Flussgrassamen. Gut, das ist alles. Ich gehe besser und suche Nutty. Ja, kein Interesse. Revelio. Eine Sammelseite. In einer Stufe. Sind am ersten Stream schon auf Stufe 5 gekommen. Ist ja fantastisch. Z muss sein. Katze streicheln.
Da sind wir. Ich habe alles. Ich verstehe jetzt, warum du dich nicht auf einen Lieblingsladen festlegen kannst. Sehen wir uns noch etwas um. Vielleicht ist heute der Tag, an dem ich mich entscheide. Das war klar. Das ist jetzt was passiert. Ich roll in Hogsmeade. Das denn? Lockt ihn von den Häusern weg! Raus aus dem Dorf! Was zum... Ausweichen. Was zum Henker. Ich denke. Was Kampf. Wir sollten in die andere Richtung ausweichen. Schwächen wir ihn überhaupt? Weiter so! Ja. Bugs. Ich glaube, mein PC ist einfach müde. Hätte Magiewurf. Was war das? Ich wollte ihn mit seinen eigenen Waffen schlagen. Das gefällt mir. Mach das nochmal. Oh je. Yeah. Kacke, ja, ich lasse auch nach. Wir müssen dafür sorgen, dass das so bleibt. Na komm. Wieder runter. Gerade mal im 5. Jahr ein Troll besiegt. Troll gemacht. Oh nein, noch ein Troll. Haben Sie beide etwa einen ausgewachsenen Troll gestellt? Alleine? Anscheinend. Ehrlich gesagt geschah alles sehr schnell. Bei Merlins Bart. Geht es Ihnen gut? Ja, und wir helfen immer gern. Helfen ist eine Untertreibung. Mit solchen Nerven haben Sie das Zeug zur Aurorin, wenn Sie mich fragen. Wenn Sie unverletzt sind, könnten Sie beide mir vielleicht helfen, wieder Ordnung in ein paar Dinge zu bringen? Natürlich, Officer. Singer. Officer Singer. Und vielen Dank nochmal. Aha. Hier muss ein bisschen aufgeräumt werden. Reparo. Aber zum Glück haben Sie nicht mehr zerstört. Mal sehen, was er will. Singer, eine Sorge weniger. Reparo. Das kaputte Haus, wenn wir mal nicht mehr reparieren können. Oder doch. Es ist schon praktisch, so ein Reparo. Da ist das Haus. Reparo.
Als wenn nichts passiert. Wir haben gerade über dich gesprochen. Aha. Hallo, Sir. Ich glaube, wir kennen uns noch nicht. Ich bin entzückt. Augustus Hill, Tuch- und Kleiderhändler der Extraklasse. Ich danke Ihnen für Ihre Tapferkeit im Kampf gegen diese Trolle. Ganz zu schweigen davon, dass Sie Hogsmeade wieder in einen ansehnlichen Zustand versetzt haben. War mir ein Vergnügen. Einen Orden des Merlin hätten Sie verdient, aber ich kann Ihnen etwas viel Nützlicheres anbieten. Mir gehört Besenknechts Sonntagsstaat. In meinem Inventar befinden sich einzigartige Dinge, die einen gewissen Schutz bieten, lebensrettenden Schutz. Da ich annehme, dass das nicht Ihre letzte gefährliche Auseinandersetzung war, gebe ich Ihnen einen Satz solcher Roben, zum Dank für Ihre heutige Tat. Danke, Mr. Hill. Das ist sehr großzügig von Ihnen. Das ist doch das Mindeste. Dann probieren wir das hier doch mal an, ja? Wir haben heute viele Waren. Lassen Sie sich Zeit. Mhm. Traditioneller Schulmann. Ja. Verbessere sie jetzt. Schal. Purpurrotes Mystikgewand. Aha. Legendärer Wintermantel. Das könnte echt gut aussehen. Ja, mit dem Mantel drüber sehe ich das halt nicht. Aber was soll es? Was für eine außergewöhnliche Einführung in Hogsmeade. Ich würde sagen, dass wir und vor allem du uns mindestens ein Butterbier verdient haben. Wollen wir in die drei Besen gehen? Ja, das klingt gut. Wunderbar. Hier entlang bitte. Wie kann ich das hier drunter behalten, auf jeden Fall. Ich verkaufe noch mehr Kampf. Lass mal schauen. Das sieht schon mal nicht schlecht aus und passt auch, die Farbe passt auch zu den Haaren. Hat was. Etwas Ritterliches. Gegenstände, wenn Sie welche brauchen. Schauen Sie sich nur ganz in Ruhe in meinen Laden. Das passt ja mal. Das passt ja mal super. Ich da dann noch die Robe drüber ziehe. Das ist großartig. In der Freizeit ziehe ich die Robe aus. In
Und Hogwarts bin, sieht das wieder an. Wenn das nicht das zu ist, doch. Triffst du vielleicht Sirona, die Besitzerin. Wow. Sie ist sehr charmant. Find's und großartig. Eine mächtige Hexe. Es ist gut, sie zu kennen. Auf einmal losgerannt. Wie das mal nicht episch aussieht. Du sagtest, du kommst in Hogsmeade an das Kind ran. Dass du lediglich eine Ablenkung brauchst. Und die habe ich dir gegeben. Ich habe gerade gesehen, wie deine Ablenkung beseitigt wurde. Wer ist dieses Kind? Was verschweigst du mir? Du musst nur wissen, wenn du nicht an das Kind rankommst, dann bist du für mich wertlos. Weg hier. Wurden wir gesehen? Ich glaube nicht. Was macht dieser Kobold mit Victor Rookwood? Renrock arbeitet mit Rookwood? Das ist der Kobold vom Tagespropheten. Ich wusste, dass ich ihn kenne. Schnell, lass uns in die drei Besen reingehen.